Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road to War 2 mit Sparta. Und wir sind jetzt in Britannien. Ja, unsere die erste Armee, die gelandet ist, wird jetzt von den edlen Hirschen und die Ginsterkrieger, oh süß, angegriffen. Zum Glück bin ich mit den Ikenern noch nicht im Krieg. Weil sonst hätte ich, glaube ich, ein bisschen größeres Problem. Aber eigentlich schade, dass ich gegen die nicht, also das, dass ich mit denen noch keinen Zoff habe. Das wäre echt cool. Weil deshalb wären, glaube ich, auch nochmal so 2500, dann wären es 7500 gegen 3000. Das wäre mega cool. Verdammt. Wahrscheinlich wäre dann unsere Armee komplett vernichtet worden. Aber heroisch vernichtet worden. Wobei, ich glaube, wir haben Glück, glaube ich. Ich habe nicht gespeichert. Wir haben Pech. Doch, wir haben Glück. Weil wir hier sind. An Fluss. Und das ist mega gut. Und es regnet. Das ist auch gar nicht so schlecht. Okay. Aber es ist mega gut, dass wir eine Brücke und eine Furt haben. Das heißt, es ist... aber wir, ja, wir können hier das nicht zubunkern. Leider. Dann, die bringen uns eigentlich gar nichts. Die bringen uns eigentlich gar nichts. Ich würde sagen... Oh, warte mal. Ich mach... Ja, nee, die bringen gar nichts. So, hier ein bisschen... Ich mache vor allen Dingen hier, würde ich sagen. Also die bringen ja nichts. Ja. Die da ballern hier drauf. Mit zwei Pikenieren. Und fünf Hopliten. Da drüben sind 4 Hopliten. Und 3 Pikeniere. Und der General und die 2. Okay. Kommen die Fall, ja, das mache ich so. Falls hier welche durchbrechen auf einer Seite von beiden, werde ich dann ein bisschen ja, slowen. Okay. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, sehr schön. Erwarte eure Befehle. General! Befehle? Schnell vorrücken! Speerinfanterie zu euren Diensten. Oh. Schnelles Marschieren! Die ist gar nicht so breit, die Schneise. Egal. Speerinfanterie.
Gut, ihr werdet, gut, dann gehe ich hier mal zurück, weil momentan will der hier ja eh nicht angreifen. Und das ist nur Verschwendung. Ihr müsst mal kurz tanken, damit die Steinschleuderer. Zum Kampf bereit! Wir töten sie alle! Okay, jetzt hat. Da drüben ist auch alles in Ordnung. Denk schon. Okay, die wanken. Ah, die laufen aber nicht weg. Die laufen aber leider nicht weg. So, jetzt geht ihr hier hin. Die Bogenschützen sind schon, die Steinschleuderer sind schon echt. Die sind dumm. Schon ganz gut. Die tun mir echt leid, warte, die tue ich mal ein bisschen zurück. Alter, die. Ja, das ist halt das Problem, wenn man nur auf Infanterie geht. Man halt nichts sehr Gutes gegen feindliche Fernkämpfer hat. Warte, ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Offensive. In die Offensive, damit ich hier bald helfen kann. Hey. Hey. Wir hungern nach Blut und Kampf. Geschosskrieger! Zu Befehl. Das ist echt, also der ist gerade echt nicht blöd. Der verhält sich gerade echt sehr, sehr gut, der Gegner. Der greift nicht stupide an. Okay, jetzt greift er stupide an. Ich hab dich gerade gelobt. Ey. Ich hab dich gerade gelobt. Dass du nicht stupide angreifst, sondern dass du halt auch deine Fernkampfstärke ausspielst.
Karte. Ich gehe jetzt rüber auf die andere Seite und versuche den einzukesseln. Normalerweise sind die Furten doch sehr viel größer. Die Krieger wollen Blut! Feuer! Kampfbereit und willig! Warum seid ihr so dumm? Warum seid ihr so dumm? Und die anderen müssen das jetzt ausbaden, weil die anderen brauchen wirklich Hilfe. Aber wenn ihr so dumm seid, das dadurch ja. Dadurch sterben halt Leute, ne? Naja. Die Krieger wollen Blut. Schieß! Wir stechen ihnen mitten in. Unser General wird angegriffen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist echt nicht gut. Jetzt bewegt eure Irsche. Alles gut, Tobi, alles gut. Du machst sie platt. Der feindliche General ist... aber die sind halt so dämlich. Das ist leider, ja. Die sind leider wirklich krass dämlich. Also, danke. Ja, ich muss jetzt reingehen. Jetzt auch halb tot. Halten die noch so lang aus? Ist ungewiss. So, ihr geht hier hin. Die Pikiniere gehen dahin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, die ist jetzt auch out of armor. Ihr müsst den helfen. Ja, stellt euch da in den Weg. Ja, ich dachte tatsächlich, dass die Furt hier viel breiter wäre.
Deswegen habe ich hier so viele. So viele drauf getan. Na gut, dann greife ich halt weiter an. Ich hab gesagt, ich soll rennen. Kackspaten. Oh Gott, tut mir leid, aber das nervt mich gerade sehr. Also manchmal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt haben wir sie auch. Jetzt haben wir sie endlich. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Nein, ihr geht dann nicht durch. Ah, scheiße, die kommen ja trotzdem alle durch. Da kommen viel zu viele durch. Dammit. Wieso lasst ihr die alle durch? Tötet sie. Nee. 4200 getötet, verloren 900. Ja, das war mal... ein krasser Ding. 450 beide. 452 beide. Krass. Dann war es wahrscheinlich ganz gut, dass der Brite nicht... der Brite. Die sind alle Briten. Dann war es ja ganz gut, dass die Ikena nicht mitgemacht haben. Das
Das war ja dann sehr, sehr gut. So, was passiert hier? Ich könnte ich eigentlich auch. Ich glaube, den hole ich auch nach Britannien. Weil hier sehr, sehr viele Fernkämpfer sind. Ah, das ist echt nervig. Sollen wir es versuchen? Ich glaube ja. Vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Wenn wir das automatisch machen, dann werden vielleicht welche sterben. Nee, ich mache ich es nicht so Hunde. Wenn ich das halt jetzt spiele, dann ist es wieder so 30, 40 Minuten die Folge. Nee, das mache ich nächstes Mal. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt was gelernt, keine Ahnung. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.